So, da sind wir im Mali-Herzgarten angekommen. Und da ist auch schon Tadi. Im Mali-Herzgarten soll es ein Teehaus geben. Im Mali-Herzgarten soll es ein Teehaus geben. Wahnsinn, oder? Aber gut, ich schlage vor, wir teilen uns auf. Ist das hier ein Horrorspiel, oder? Und was soll das hier mit aufteilen? Ich suche bei der Brücke nach dem Professor und du suchst den Rest der Umgebung ab. Okay. Jetzt zück schon mal die... Ich zieh schon mal die Heilkräuter und das Schrotgewehr raus. Kann ja sein, dass ein Zombie auf dem Weg lauert. Hier kann nur Glurak für Pokémon gerufen werden. Okay. Nur Glurak steht okay. Und unser erstes Pokémon im Garten. Unser erstes Pokémon auf Ula Ula. Ein Enton erscheint. Und werden wir uns nicht fangen. Ne, Enton brauche ich nicht. Nein, danke. So, mal schnell fliehen. Hab ich schon erwähnt, dass das hier ein neuer Part ist? Und habe ich euch schon begrüßt mit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Enderdom zu einem neuen Part Pokémon Sonne. Bei Nacht natürlich. Wann auch anders. Oh, unser erster Kampf. Auf Ula Ula. Mit einem Trainer. Natürlich, wie immer, mit dem Zwergenfürst. Und, ja. Und ihm den Pikachu. Und sonst ist keiner da. Nur mein Team und ich. Ganz alleine in meinem Zimmer. Ohne Begleitung. Ganz alleine als Let's Play. Nur mit euch Zuschauern. Ja. So traurig ist das gar nicht. Nur doch, ist irgendwie traurig, Mann. Das so betrachtet. Ich spreche mit einer Kamera. Schon irgendwie. In gewisser Art und Weise doch etwas traurig. Aber gut. Sprechen wir über was anderes. Bin nicht verrückt. Okay, Donnerschock. Wenn du dann mal irgendwann mal was einsetzen würdest, wäre ich dir sehr dankbar, Ben. Ich dachte, du kriegst das hin. So ein 26er. Ich dachte, das hättest du schon mal bewiesen. Aber gut, ich kann mich auch irren. Ach so, ich hätte ja vielleicht mal Tränke besorgen können. Aber nö. Ich war bereits im letzten Part in einem Pokémon Center. Wieso auch? Na gut, dann lassen wir das jetzt mit John regeln. Und wenn der liebe Ben das nicht hinkriegen will. Imitator. Alles klar. Donnerschock wirkt nicht. Ah,
Der hat Donnerschock eingesetzt, aber Donnerschock wirkt bei Pikachu nicht. Das ist gut. Oh. Vielleicht, eventuell, könnten wir das sogar noch schaffen, das Pi zu besiegen. Also 3,41. Nee, Pi war anders. Und gut, ich bin jetzt nicht perfekt in Mathe. Ich glaube 3,41. Schreibt mal in die Kommentare, was Pi ist, wenn ihr lustig seid. Ich hab's gerade nicht zur Hand. Wen juckt das in dem Pokémon-Spiel, was Pi ist? Ach, ist schon in Ordnung. Ich verkrafte das. Ich habe hier noch mein Pi. Wieso gibt es eigentlich ein Pokémon, was wie eine Zahl heißt? Mann, ich habe Ferien. Wenn ich nicht rechnen will, gehe ich in die Schule. Das klang jetzt falsch. Ich meinte, dass ich jetzt in den Ferien nicht Mathe machen will. Ach komm. Genug des Real Talks. Beschäftigen wir uns mit dem Spiel. Ein neues Pokémon. Ein Ariados. Okay. Nicht mein Lieblings-Pokémon. Mein Team ist voll. Sorry, aber wir sind schon 6. 6 meine ich natürlich. Aha, ich sollte mich überall anders umgucken. Angeln? Wirklich? Ist jetzt die Zeit zum Angeln? Ein Carpador! Das habe ich ja bisher noch gar nicht gesehen in diesem Spiel. Das müssen wir uns ja glatt fangen. Ein wildes Carpador. Ich setze mal ganz vorsichtig Biss ein. Und genau das habe ich mir gedacht, dass genau das passiert. Aber gut. Wir finden noch ein zweites Carpador. Wir angeln uns jetzt eins. Es beißt einfach nichts an. Na gut, dann halt nicht. Vielleicht finden wir irgendwann mal anders. Ein Carpador. Ui, was ist denn das? Hallo? Das Wasser ist wunderschön, nicht wahr? Obwohl sich Pokémon bei den Felsen im Wasser verstecken? Ja, lässt mich mal durch. Dann halt nicht. Sehr gut. So, hier ist niemand, Tali. Im Mali-Ziergarten soll es ein Teehaus geben. Wahnsinn, oder? Aber gut, ich schlage vor, wir teilen uns auf. Das sagte er schon. Er sucht bei der Brücke und ich woanders. Ja, such doch mal. Du stehst da nur rum. Und ich habe hier schon das komplette Umfeld erkundet. Das sieht aus wie ein Teehaus. Ah, Professor Kokoi. Oh, hallo. Ihr strahlt ja über das ganze Gesicht. Ist irgendwas Tolles passiert? Nicht wirklich. In den letzten 10 Minuten ist nicht wirklich was passiert. Sag aber trotzdem uns ab. Hey, Professor, du wirst es nicht glauben. Eine Ultrafort hat sich geöffnet. Ach so, das meint er. Im vorletzten Part. Nee, ich glaube, es war der letzte. Aber das ist doch schon ein paar Tage her. Und dort war tatsächlich eine Ultrabestie. Das musst du Professor Bonnet erzählen. Wow. Durch die Ultraforte ist also eine Ultrabestie gekommen. Fantastisch. Na, dann ist es ja jetzt umso wichtiger, dass ihr durch die Inselwanderschaft stärker werdet. Wer weiß, vielleicht kommt irgendwann der Tag, an dem ihr durch eine Ultrapforte gehen könnt.
Also gut, die nächste Prüfung findet auf dem Gipfel des Hokulani-Berges statt. Dort kommt man mit dem Bus hin. Geht einfach zur Bushaltestelle auf Route 10, bestellt einen Flixbus und zack, auf zum Gipfel. Professor, geh schon mal vor. Es wartet noch ein Malasada-Laden auf mich. Ich gehe meine Inselwanderschaft gerne ein bisschen entspannter an. Hehe. Alles klar. Okay, Zwergfürst, ich warte an der Bushaltestelle auf dich. Zwergfürst, weißt du was? Ich weiß vieles. Was weißt du? Ich hab doch noch gar nichts gesagt. Auf dem Kokodani-Berg gibt es eine Sternwarte. Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, was eine Sternwarte eigentlich ist. Okay. Er weiß im Ernst nicht, was eine Sternwarte ist. Okay, das nehme ich jetzt einfach mal so hin. Ein mangelndes Allgemeinwissen. Und spiele einfach mal weiter. Ich werde es wohl bald herausfinden. Bis später. Was ist denn jetzt noch? Winkt mir noch zum Abschied. Puh, endlich ist er weg. Los, lass uns Tee trinken. Nicht wirklich, nein. Tee ist was für Spießer. Dieser Tiergarten wurde von Leuten angelegt, die einst aus der Johto-Region herkamen. Ach so, deswegen sieht das hier alles so wahnsinnig exotisch aus. Kann man hier irgendwas kaufen? Da steht ein Eis-Pokémon vor. Scheinbar nicht. Zumindest ich nicht. Mir wird es verwehrt, etwas zu kaufen. Auch gut so. Muss ich kein Geld ausgeben. Weiter geht's. Außerhalb des Tiergartens. Das Lilly. Wie, was? Ich bin doch gerade an ihr vorbeigelaufen. Habe ich mich wieder vor sie teleportiert? Oder ist sie weitergelaufen, hat sich hinter mich gestellt? Hast du etwas Zeit für mich, Zwergfürst? Ich habe eine Bitte. Piu? Die möchte bestimmt zu den Ruinen. Kennen wir ja. Ja, dass das Wölkchen war, wissen wir ja. Müssen wir nicht fragen. Ja, so ist es. Ich will mit Wölkchen zu den Ruinen von Ulla Ulla. Aber um dorthin zu gelangen, muss man zuerst eine Wüste durchqueren. Dich zu bitten, mich dorthin zu begleiten, wäre eindeutig zu viel verlangt. Aber natürlich machen wir das trotzdem. Ist ja so, dass wir ein Gentleman sind. Es kann man ja nicht den Wunsch einer Lady abschlagen. Aber in der Bibliothek von Malihe soll es ein Buch geben, das mir weiterhelfen könnte. Würdest du mir vielleicht dabei helfen, danach zu suchen? Ich weiß, dass die Bibliothek von Malihe irgendwo im Zentrum von Malihe City liegt. Das ist prinzipiell logisch, dass eine Bibliothek im Zentrum liegt. Gibt es da natürlich auch Bibliotheken, die nicht im Zentrum liegen, aber in der Regel sollten sie das schon tun. Da sollte ich also schon irgendwie hinfinden. Piu! Und was ist jetzt die Bitte an mich? Soll ich jetzt hier auch noch irgendwas tun oder soll ich dir einfach nur dabei zuhören und dir Seelsorge leisten oder was wolltest du jetzt von mir? Sieht schon irgendwie komisch. Professor. Was zum... Ein Professor? Oh, hallo, Rotom. Na, gefällt es dir in deinem Pokédex?
Das ist aber nicht der Professor, oder? Der hat dann aber eine drastische Style-Veränderung. Abgelebt zwischen 2 Minuten. Und wie? Professor Eich! Ach du Scheiße! Die Alola-Form von Professor Eich! Ach du Kacke! Wenn ich mich vorstellen dürfte, mein Name ist Heinrich Eich. Ich bin Pokémon-Forscher und untersuche die Regionalformen der Pokémon in Alola. Zwergfürst, wenn ich mich nicht irre, Kukui hat mir viel von dir erzählt. Rotom unterstütze dieses jungen Mann nach allen Kräften auf seiner Inselmannschaft. Natürlich. Und du musst mir versprechen, dich gut um Rotom zu kümmern, Zwergfürst. Sein Erfinder, ein junges Genie aus Kalos, ist schon sehr gespannt, wie sich der Rotom-Pokédex auf deiner Reise schlägt. Du findest mich in der Bibliothek von Malia, wenn du mich brauchst. Zur Bibliothek kommst du, wenn du den Mustern auf der Straße in dieser Reihenfolge folgst. Schwarzer Kreis, schwarzes Dreieck und schließlich schwarzes Viereck. Ja toll, erst Mathematik und dann auch noch Geometrie, oder was wird das jetzt hier, eine Mathestunde? So, habt ihr euch die Formen gemerkt? Egal, wir finden sowieso hin. Guck mal hier schnell rein. Sieht aus wie ein Malasada-Laden. Willkommen im Malasada-Laden. Lag doch genau richtig. Die Wiege des guten Geschmacks von Alola. Welches Malasada darf ich dir anbieten? Nicht so sehr. Aber Chili Malasada würde ich gerne mal probieren. Machen wir das. Auf Schärfe stehe ich doch dann ein bisschen. Dann nimm bitte Platz. Ich bringe dir gleich einen frisch frittierten Malasada rüber. John ist doch der heiße Typ hier. Du fütterst dein Mizunda mit dem Chili Malasada. Mizunda verdrückt den Chili Malasada. Mizunda ist zutraulicher geworden. Okay. Hör gut zu, junger Mann. Immer sofort, Link, kannst du dich auf der Stelle mit Spielern in der Umgebung verbinden. Wenn allerdings viele Leute in der Nähe sind, weißt du nicht, mit wem du verbunden wirst. Keine Angst, es ist niemand in meiner Nähe. Bin ganz alleine hier. Das sieht aus wie ein Kreis. Das ist ein schwarzer Kreis. Das ist ein schwarzes Dreieck. Wenn das mal die richtige Reihenfolge war. Und hier ist das schwarze Viereck. Scheint es die richtige Reihenfolge zu sein. Wenn wir hier mal nicht auf alle gleichzeitig treffen. Professor Eich, der wird dort sein. Hat auch schon versprochen. Lilly ist jetzt hier. Seht ihr gerade. Vielleicht treffen wir noch auf Tali. Und auf Kukui vielleicht auch. Der wollte eigentlich zum Busbahnhof, aber mal sehen. Zwergfürst, entschuldige bitte. Aber ich habe mich schon wieder verlaufen. Ich bin die ganze Zeit im Kreis gelaufen, bis ich irgendwie in einer Boutique gelandet bin. Du stehst doch vor der Bibliothek, oder was? Und als ich dort dieses tolle Outfit gesehen habe, konnte ich einfach nicht widerstehen. Es war das letzte Exemplar. Dabei bin ich mir nicht mal sicher, ob ich den Mut aufbringen kann, es auch zu tragen. Aber mein Ausflug war nicht ganz umsonst. Eine der Verkäuferinnen hat mir verraten, wo ich die Bibliothek von Malihe finden kann. Hat die denn irgendwie ein Orientierungssystem einer Bockwurst oder was ist mit der los? Die war ganz in der Nähe. Achtung, ein Pampuli. Ah!
Lang ist's her, Zwergfürst. Deine Inselwanderschaft geht so gut voran, wie ich sehe. Das wird den Schutzpatron freuen. Möchtest du mir nicht deine Freundin vorstellen? Mein Name ist Lily. Tut mir leid, dass mein Pampros dich eben so erschreckt hat. Ja klar, Pampros. Entschuldigung, passiert. Habe ich verwechselt. Du siehst nicht so aus, als wärst du auf Inselwanderschaft, oder? Irre ich mich da? Ich interessiere mich für die alten Ruinen, weil... Nun, ich habe meine Gründe. Du bist neugierig. Das gefällt mir. Ich kann euch gerne den Weg zeigen. Verlasst euch auf mich. Mein Pampros sieht nicht nur stark aus. Zwei Passagiere sind für ihn ein leichtes. Vielen Dank. Ich würde aber gerne mal noch in die Bibliothek. Dann muss ich zur Bushaltestelle, um Professor Kukui zu treffen, wenn es dir nichts ausmacht. Zuerst sollten wir aber in der Bibliothek vorbeischauen. Sagst du das Richtige? Da sagst du was. Das sieht wie eine Bibliothek aus. Das ist richtig. Ich bin auf der Suche nach einem alten Buch. Dieses Buch erzählt eine Legende, von der mir Professor Bonnet erzählt hat. Sie besagt, dass die Legende von Alola eigentlich aus einer anderen Welt kommen. Ja gut, ich würde mal sagen, ich weiß nicht, wie lange dieser Part schon dauert, aber ich denke, er dauert lang genug, so wie es mir mein Zeitgefühl sagt. Wie es hier in der Bibliothek weitergeht, ich würde mal sagen, erfahrt ihr im nächsten Part. Ich kann mich auch seltsamerweise gar nicht hinsetzen. Das ist meinem Charakter, wie ihr seht, absolut unmöglich. Ich weiß nicht, ob die von Generation Y zu Pokémon Sonne irgendwie das Sitzen verlernt haben. Keine Ahnung. Ich habe Pokémon Omega Saphir und Alpha Rubin nicht gespielt. Bestimmt ist das andersrum. Ich bin heute auch irgendwie... Omega Rubin war das, glaube ich, und Alpha Saphir. Genauso, worum war es. So, ja, dann setze ich mich halt nicht hin. Dann stelle ich mich mal hier neben den Tisch und verabschiede euch hier so. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Däumchen nach oben, Däumchen nach unten. Mir völlig egal. Pokémon Sonne wird immer heller. Keine Ahnung. Lasst euch irgendwas Kreatives einfallen und sagt es euch selbst vor. Ja, ich bin sowieso der Kreativste hier. Also, abonniert meinen Kanal, solltet ihr neu auf dieser Seite hier sein und ja, den nächsten Part von Pokémon Sonne nicht verpassen wollen. Ich mach's kurz, haut drinne, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Part Pokémon Sonne in der Bibliothek von... Das habe ich vergessen. Egal. Ulla. Also. Bis denn.